Servus zusammen. Ja, viele von euch haben es sich sehr gewünscht und hier ist er, der Blizzard Lalo Guide. Blizzard Lalo, allgemein eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Strategie in Clash of Clans, dominiert seit Monaten die globale Rangliste. Im Prinzip alles, was da irgendwo unter den Top 10 ist, spielt Blizzard Lalo. Ich werde euch heute ganz genau zeigen, wie ihr die Strategie einsetzt, worauf ihr achten müsst. Ich habe verschiedene Base-Typen hier von Ring-Base, Box-Base, Teaser-Base hier mit dabei und zeige euch ganz genau, wie ihr die Sache angehen müsst. Das hier ist im Prinzip die Armee, die ich dafür benutze. Packe ich euch natürlich den Link wie immer unten in die Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, lange genug gequatscht. Wir schauen direkt mal rein in den ersten Hit. So, und wir starten hier das Ganze jetzt natürlich mit einer Boxbase. Boxbasen aktuell überall ja in der Legende. Ich finde sie ziemlich nervig und ich weiß, dass auch viele damit Probleme haben. Deswegen jetzt hier gleich meine Wahl Nummer 1. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir das Ganze jetzt hier an? Ich muss euch gleich vorweg sagen, ihr müsst mit dem Zeppelin nicht den krassesten Value rausbekommen, denn im Gegensatz zu den Superbogenschützen habt ihr ja im Prinzip hinterher noch genügend Zauber nach der Blimp, um den Lalo hier und euren Heldenpark möglichst gut durchzubekommen und auf die Base dann, um die Base dann auf 3 Sterne zu legen. Das heißt, ich gehe in der Regel ganz einfach immer fürs Rathaus und versuche natürlich die Blimp in den Winkel zu spielen, wo ich möglichst viele Gebäude dann auch noch mit rausbekomme. Der Plan sieht dann im Prinzip hier wie folgt aus. Wir spielen hier einen Lavahund, ganz klassisch, auf diese Luftabwehr drauf. Ich setze noch ein, zwei Bogies hier auf diese Kanone und würde dann im Prinzip den Zeppelin hier in so einem Winkel ungefähr hierher spielen, um dann eben X-Bow, Zaubertürme, Bauhütten, Kanonen etc. und natürlich das Rathaus rauszubekommen. Kleiner Vorteil hier natürlich, dass sich die Clanburg auch direkt hier hinterm Rathaus befindet. Ist natürlich immer nice to have, wenn ihr dann die Clanburg gelockt bekommt und mit eurem Heldenpart im Prinzip die Clanburg außen irgendwo am Spielfeld rausnehmen könnt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie im Prinzip die Clanburg mitten irgendwo in der Base-Mitte gegen euch zu haben, während im Prinzip eure Helden oder euer Lalo auch von allen Seiten schon unter Beschuss ist und ihr müsst hier noch zum Beispiel gegen, wie in dem Fall, 3 Eisgolems ran. Das heißt, so würden wir im Prinzip jetzt die Blimp spielen, Heldenpart dann im Prinzip hier starten ungefähr und hier reinfallen, weil wichtig ist immer für euren Lalo hinterher, dass ihr die Gebäude rausbekommt, die natürlich Flächenschaden machen. Das sind allen voran natürlich Multi-Inferno-Türme, Scatter, Adler etc. Ihr seht, die Base ist ja symmetrisch. Scatter haben wir hier außen. Multi-Inferno-Türme plus Monolith hier in der Mitte. Adler hier unten und noch ein Single-Inferno-Turm, der jetzt eher weniger relevant ist. Das heißt, wir hätten auch von der anderen Seite reingehen können. Spielt in dem Fall keine Rolle. Ich bin jetzt hier reingegangen. Im Prinzip von der oberen Seite Richtung gegnerische Queen und Scatter. Und die Helden sollen dann hier weiterlaufen Richtung Multi-Inferno-Turm. Jeder, der meine Videos so ein bisschen schaut, die ich hier regelmäßig hochlade, also meine Legenden-Hits, weiß, ich spiele den Lalo gerne dann zum Heldenpart mit dazu. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr im Prinzip die Wächterfähigkeit auch dafür nutzen könnt, um eure Helden hier mit zu erwischen, dass die möglichst viel Value mit rausbekommen. Das heißt, sobald die Helden dann ungefähr an dieser Stelle hier irgendwo sind, spielen wir hier den Lalo-Part mit rein, sodass der Lalo hier einmal ringsrum um die Base dann fliegt. Ihr habt auch den Vorteil, wenn ihr den Lalo da außen spielt, dass ihr eben die Helden dann wieder mehr, versucht das mal so darzustellen, praktisch mehr wieder hier natürlich in die Mitte rein drückt, ja, nämlich zu den Multi-Inferno-Türme, wo ihr sie auch haben wollt. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal an, würde ich sagen, und ich kommentiere das Ganze natürlich dann für euch auch. So, wir starten hier, wie gesagt, mit ein paar Loons und mit dem Lavahund, um hier möglichst Minen aufzusaugen. Haben auch rote Minen direkt gefunden. Blimp jetzt hier gedroppt. Erster Invis-Zauber hier geschmissen plus Wu-Zauber. Ihr zählt dann die 4 Sekunden, um das Maximum hier natürlich von eurer Zauberlänge hier zu erreichen. Nach und nach dann die nächsten Invis drauf geschmissen. König hier auch schön mit unsichtbar gehalten. Ist natürlich ganz wichtig, weil der König, der gegnerische, hat sehr viel Leben. Und wenn ihr im Prinzip die Blimp praktisch in die Nähe des Königs spielt und den nicht mit unsichtbar macht, ja, schießen die Magier die ganze Zeit auf den König drauf, weil die Magier gehen ja immer auf das nächste Gebäude, was ihnen am nächsten ist.
so Rathaus hier im Prinzip rausbekommen, Bauhütten, X-Bow, alles, Flanburg gelockt. Und jetzt starten wir mit unserem Heldenpart oben. Ich versuche jetzt hier auch natürlich dann diese Kanone rauszufangen, dass meine Helden hier nicht abdriften. Ihr habt ja einen Giftzauber dabei, der ist natürlich hier für die Clanburg gedacht, dass ihr die möglichst schnell hier rausbekommt. Giftzauber also hier auf die Eisgolems mit drauf. Ihr seht, der eine Mauerbrecher, den ich gespielt habe, den wollte ich im Prinzip ungefähr auf diese Mauer hier bekommen, sodass meine Helden hier natürlich erstmal zu diesem Lager hier laufen und nicht hier nach außen abdriften. Leider hat der Mauerbruch nicht ganz funktioniert, weshalb mir jetzt gleich auch der König natürlich abhauen wird, weil der dann weiter zu diesem Goldlager läuft. Versuche jetzt hier noch weiter zu fangen, hat aber in dem Fall längst keinen Wert mehr. Spiele deswegen auch, um die Queen jetzt hier zu unterstützen, den Royal Champ mit dazu, weil normalerweise spiele ich den Royal Champ gerne einfach beim Lalo-Part mit rein. Lalo jetzt hier gestartet, wie gesagt, mit dem Wächter hinten dran, Lava-Hund voraus. An der Stelle vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hinweis für diesen Loon-Drop, den ich hier mache. Ihr seht, ich spiele die Loons immer einzeln, gezielt auf die Verteidigungsgebäude raus. Bitte gewöhnt euch das nicht an, diese Loons einfach spammy reinzuspielen, weil ihr müsst wissen, Lalo ist deshalb so stark, weil die Loons im Prinzip diese Gebäude one-shotten. Das heißt, ein Bogiturm braucht 3 Loons, eine Kanone braucht auch 3 Loons, ein Magierturm braucht 4 Loons. Und wenn diese Loons dann zu diesem Verteidigungsgebäude fliegen und ihre Bomben abschmeißen, ist das Gebäude im Prinzip one-shot, das heißt sofort draußen. Ganz kurzes Beispiel. Wenn ihr jetzt 10 Loons auf einen Bogiturm drauf spielt oder 3 Loons, die 10 Loons killen den Bogiturm nicht schneller wie die 3 Loons. Das heißt, die 7 Loons, die ihr praktisch zu viel ja, hier drauf spielt, auf diesen Bogiturm sind einfach verschwendet. Ja. Deswegen gewöhnt euch das an, von vornherein die Loons gezielt zu droppen, immer schön einzeln auf die Verteidigungsgebäude, weil es ist natürlich Sinn und Zweck, dass diese Gebäude one-geschottet werden und die Loons dann möglichst gleichmäßig weiter schnell über die Base hinwegfegen, weil ihr wisst auch ganz klar, Loons ist nicht gerade die schnellste Truppe hier im Spiel. Deshalb schaut, dass ihr da keinen Haufen bildet an Loons, weil es bringt euch im Prinzip einfach nichts. Ja. Die Zauber schmeißen wir jetzt natürlich hier immer auf die Gebäude, die Flächenschaden machen, oder hier in dem Fall natürlich auf den Monolith, der jetzt hier auf meinem Royal Champ drauf war. Nächster Boss-Zauber hier für den Adler. One-Fähigkeit hier schön gesetzt, um jetzt hier auch den Royal Champ mit zu beschützen. Nächster Frostzauber hier wieder auf den Multi-Inferno. Ist also an der Stelle nochmal ganz wichtig, dass ihr die Frostzauber sinnvoll schmeißt. Nicht irgendwie auf Bogitürme oder sonst irgendwas, sondern auf die Key-Gebäude, die wirklich hier gefährlich für eure Lalo sind. Und das sind natürlich Multi-Inferno, Scatter. Und möglichst schauen, dass ihr eure Helden da mit am Leben hält. Speed-Zauber natürlich immer, um eure Loons schnellstmöglich zu den nervigen Verteidigungsgebäuden dann hinzubekommen. Ja, ihr seht an der Stelle, wir haben immer noch einen Frostzauber und einen Speedzauber übrig. Queen-Fähigkeit hier immer noch mit am Start. Und hinten raus haben wir jetzt im Prinzip nur noch den Scatter stehen und natürlich einen Lufthelden, den gegnerischen World Champ. Aber wir haben ja auch noch 2 Headhunter hier, die wir jetzt dann, sobald der World Champ auf unsere Loons drauf geht, hier mit dazu spielen, sodass die Headhunter hier diesen World Champ rausnehmen. Frostzauber hier. Für den letzten Scatter ist noch jede Menge Loons, wie gesagt, am Leben. Queen-Fähigkeit auch immer noch am Start. Und zu den Minions sei noch gesagt, die Loons gehen natürlich nur auf Verteidigungsgebäude. Das heißt, alles, was natürlich hier stehen bleibt, wie Sammler oder auch Armeenlager oder die Werkstatt etc., das spielt er jeweils immer einen Minion drauf, um hier diesen Clean-Up zu gewährleisten. Ja, und zum Schluss, wie ihr seht, Boxspace abgehakt, überhaupt gar kein Problem. Queen-Fähigkeit haben wir hier in dem Fall sogar noch geswaggt. Ich würde sagen, so einfach kann es gehen und wir schauen uns jetzt mal die nächste Base an. So, und die nächste Base, die wir uns hier anschauen, ist eine Ringbase, eine klassische. Ja, wie gehen wir das Ganze jetzt hier an? Ich werde auch ziemlich häufig gefragt, wann ich die Warden-Fähigkeit benutze. Und ganz einfache Antwort, ich benutze die Warden-Fähigkeit immer dann, wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass die Blimp alleine mit dem Lava-Hund voraus auch wirklich dahin ankommt,
wo ich sie haben möchte. Und ihr seht natürlich, wie schmackhaft hier das Zentrum ist, ne? Also wenn wir uns das zusammen mal anschauen, ich habe hier natürlich Scatter, ich habe hier Adler, Inferno-Türme, X-Bows, das Rathaus, Zaubertürme und so weiter und so fort. Und der Plan ist, jetzt den Warden im Prinzip von hier oben zu spielen, ja, bisschen versetzt hier zur Kante, weil das Problem ist, wenn ihr im Prinzip hier den Warden oder die Blimp in eine dieser Richtungen spielt, also auf diesen direkt geraden Linien von diesen Ecken, liegt sehr, sehr häufig, werden wir auch später sehen, die Tornado-Falle. Deswegen habe ich hier einfach mich dazu entschieden, den Warden etwas versetzt hier auf der Seite zu spielen. Wir wollen die Blimp ungefähr hier hinbekommen, ja, sodass wir, wenn möglichst, also diese ganzen Verteidigungsgebäude hier, Scatter, Inferno-Türme, Rathaus, Single, Adler und so weiter mit rausbekommen. Ich spiele dann immer mit einem Zwei-Finger-Drop. Ungefähr 6 Loons, also droppe dreimal, spiele so mit 6 Loons voraus, Warden gesetzt, ja, und dann warte ich eine Weile, bis im Prinzip die ersten Verteidigungsgebäude rausgenommen werden und der Wächter dann mit den Loons noch ein Stück vorwärts geht, um einfach so lange wie möglich hier die Blimp zu verzögern, ja. Als da eine Tornado-Falle liegt, wird nämlich der Zeppelin in der Warden-Fähigkeit immer noch weiterhin beschützt und fliegt dann eventuell noch ein Stück weiter. Also das Ziel auf jeden Fall einfach, die Warden-Fähigkeit und somit die Blimp so lange wie möglich zu verzögern. Blimp ungefähr dann diesen Weg hier, um sie wie gesagt hier auf diesen Fleck hier zu spielen. Ihr seht schon, wenn ich sie natürlich dahin spiele, werde ich höchstwahrscheinlich diesen Scatter hier nicht mit rausbekommen. Deswegen spielen wir danach den hellen Part ungefähr hier hin, funneln natürlich hier dann Gebäude etc. Brechen hier dann zweimal die Mauern durch, um zum Scatter zu kommen. Helden würden dann im Prinzip ja auch weiter in diesen Schlauch hier reinlaufen und dann, wie gehabt, spielen wir dann da unten den Lalo im Prinzip mit dazu, dass der Lalo hier einmal diesen Weg dann ungefähr noch macht. Wir schauen uns das Ganze an, wie es funktioniert hat. Was ihr jetzt auf der Aufnahme hier auch nicht sehen könnt, ist, war ein kleiner Base-Building-Fehler. Im Prinzip war hier direkt am Rathaus, war hier jeweils eine Lücke und da habe ich zwei Bogies reingespielt, um eventuell schon Fallen, Bomben etc., Skelettfallen und so weiter auszulösen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr nämlich gleich seht, dass hier auch die Tesla-Farm direkt hochploppt. Ne, ihr seht, rechts und links habe ich jetzt ein Bogie gespielt, ist auch direkt die Tesla-Farm hochgeploppt. Spiele jetzt hier mit dem Zwei-Finger-Drop, wie gesagt, die 6 Loons. Blimp dann hinterher, ja, und kleiner Pro-Trick an der Stelle. Ihr seht, ich habe natürlich hier schon, weiß nicht, ob man das sehen kann, hier habe ich schon zwei Headhunter gespielt, weil es ist ja so, dass hier der gegnerische Royal Champ direkt war und ist natürlich ein Held for Free sozusagen schon mit rausgenommen, weil wenn ihr benutzt ja die Wächterfähigkeit sowieso, wenn ihr die zwei Headhunter noch mit reinspielt, sind die hier kurzzeitig beschützt und nehmen euch dann jeweils einen Helden noch dann for free sozusagen mit raus, um indem ihr euch später dann keine Sorgen mehr machen müsst. Deshalb, wenn ihr den Wächter schon spielt und habt dann gegnerische Helden gegen euch, immer mal wieder auch dann einen Headhunter hier in der Warden-Fähigkeit mitspielen. So, der Feger jetzt hier ein bisschen nervig, hatte da auch etwas Angst, dass die Blimp nicht weit genug kommt, weshalb ich jetzt hier auch mal einen Frostzauber einsetze. War auch an der Stelle wichtig, weil sie hätte es, glaube ich, nicht weiter geschafft. Kommt aber in dem Fall genau da an, wo wir sie haben wollen. Klassisch wieder Invis und Wutzauber. Schön die 4 Sekunden abzählen, um das Maximum am Invis rauszuholen. Und ihr seht schon, das Value, was wir hier rausbekommen, ist wirklich enorm. Ja, fast das komplette Zentrum fällt hier. Der Warden hier oben auch immer noch mit am Arbeiten. Jede Menge Gebäude hier rausgenommen. Jetzt starten wir wieder ganz klassisch hier mit unserem Eisgolem. King und Queen hinten dran. Ich funnel hier mit den Sneakies, dass die Helden mir möglichst reinlaufen. Hat nicht ganz so super funktioniert. Nächster Mauerbrecher, der König, driftet hier jetzt leider etwas nach außen. Sollte aber dennoch kein Problem sein. Nächster Headhunter hier auf jeden Fall für den gegnerischen King. Royal Champ auch direkt mit dazu gespielt, um hier möglichst diesen Scatter noch rauszubekommen. Und spiele jetzt hier auch direkt den Lalo rein. Frostzauber hier für den Scatter, um auch die Helden im Prinzip hier weiter Richtung Zentrum zu drücken, ja. Nächster Frostzauber hier, um auch
den Lavahund etwas länger hier am Leben zu halten, dass der, wenn möglich, hier weiter für meine Helden und auch für den Lalo-Part mittankt. Nächster Frostzauber hier auf den Monolithen. Und ihr könnt jetzt schon sehen, nach und nach wird der Rest der Base hier noch dezimiert sozusagen. Lavahund jetzt hier geplatzt an der Stelle. Royal Champ-Fähigkeit hier genutzt, aber wir haben immer noch die Queen-Fähigkeit, wir haben immer noch einen Frostzauber und wir haben immer noch einen Haste-Zauber. Ich spiele jetzt hier den letzten Laberhund noch auf den Magierturm im Prinzip drauf, aber ihr seht, ich werde jetzt hier auch die letzten zwei Zauber swaggen. Queen-Fähigkeit jetzt hier einfach mal genutzt, um zeittechnisch keine Probleme zu haben, aber ihr seht, im Endeffekt überhaupt gar kein Thema hier an der Stelle. Locker flockig die Base hier rausgenommen. Zauber natürlich hier dominant in die Base mit reingeschmissen. Ja, und ich würde sagen, so einfach kann eine Ringbase funktionieren. Wie gesagt, denkt an diesen kleinen Trick mit den Headhuntern, wenn ihr die Warden-Fähigkeit schon nutzt. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten Hit an. Ja, und die nächste Base, die wir hier haben, ist so eine klassische Teaser-Base. Das heißt, das Rathaus steht eher etwas außen in zweiter Reihe hier, gut beschützt von vielen wichtigen Verteidigungsgebäuden wie Scatter, Inferno-Türme und so weiter. Auch hier haben wir jetzt wieder folgende Situation, dass wir im Prinzip einen Multi-Inferno und diese zwei Scatters hier haben. Das hier ist natürlich ein Single-Inferno. Da unten steht auch nochmal ein Single-Inferno. Und ich hatte ja gesagt, ich spiele die Warden-Fähigkeit immer dann, also die Blind mit der Warden-Fähigkeit, wenn ich im Prinzip einen Winkel haben möchte oder ein Ziel verfolge mit der Blimp und nicht sicher sein kann, dass das mit den Lavahunde wirklich funktioniert. Klar hätte ich jetzt einfach die Blimp hier rein spielen können, finde aber, dass im Prinzip das nicht wirklich viel Sinn macht, weil ich dann eher den Multi-Inferno und auch die Scatter wahrscheinlich nicht rausbekomme. Das heißt, ich strebe jetzt eher einen Platz an, wie zum Beispiel hier, wo ich dann ein Scatter auf jeden Fall rausbekomme, Multi-Inferno, Rathaus und so weiter und so fort. Und ihr seht natürlich schon, es könnte sein, dass hier direkt hinter den Luftabwehren natürlich schwarze Minen liegen. In dem Fall würde meine Blimp wahrscheinlich nicht weit genug kommen, um hier auch das Rathaus mit rauszunehmen, was ich aber auch schon gern haben möchte. Deswegen spiele ich hier auch wieder die Blimp mit dem Warden mit dazu. Das Ganze wie folgt wieder hier mit dem Zwei-Finger-Drop für die Loons. Spiel dann im Prinzip hier die Blimp mit der Warden-Fähigkeit hier rein. Der Scatter hier bleibt natürlich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, der Scatter bleibt natürlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hier wieder stehen. Das heißt, je nachdem starten wir natürlich den Heldenpart wieder ungefähr hier, versuchen dann hier rein zu drücken, um natürlich diesen Scatter rauszubekommen. Und sobald der Scatter dann draußen ist, spielen wir ganz klassisch hier wieder unseren Lalo-Part mit dazu, sodass der Lalo hier dann nochmal einmal in dieser Richtung um die Base drumherum fegt. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein, wie das Ganze so gelaufen ist. Hier zwei Fingerdrop mit den sechs Loons. Blimp hier mit hinterher. Den Warden lasse ich aber einfach immer auf Luft stehen. Braucht da gar nicht hin und her switchen, Luft oder Boden. Ist eigentlich völlig egal. Warden-Fähigkeit hier gezündet. Blimp ungefähr da, wo wir sie haben wollen. Gedroppt jetzt. Invis-Zauber geschmissen und Wu-Zauber geschmissen. Was jetzt hier, muss man sagen, nicht ganz optimal läuft, ist, dass ich in dem Moment, wo das Rathaus jetzt gefallen ist, die Invis hätte so schmeißen sollen, dass ich nicht ständig diesen Scatter unsichtbar mache, weil der bleibt jetzt im ersten Moment mal stehen, wird jetzt hier aber im letzten Moment noch durch den einen Supermagier rausgenommen, also in dem Fall noch Glück gehabt. Und ihr seht natürlich auch schon an der Stelle, dass wir jetzt auch wieder im Prinzip so eine Art Cut in der Base drinne haben. Ja, das heißt, in diesem Bereich hier stehen ja keine Gebäude. Das heißt, es ist jetzt natürlich ein leichtes, in diese oder in diese Richtung zu funneln, weil ihr einfach die Helden starten könnt und sie ja nicht in die eine Richtung abhauen können. Und wie anfangs schon gesagt, bleibt natürlich der Scatter jetzt stehen. Das heißt, das ist unser großes Ziel. Und weil wir hier keinen großen Funnel herstellen müssen, starte ich die Helden jetzt einfach hier, sodass sie, wie gesagt, einmal diesen Weg hier machen. So, ich lasse mal weiterlaufen. Clanburg auch wieder natürlich mit der Blimp gelockt. Wir ziehen hier die Clanburg mit unserem Heldenpart nach außen. Giftzauber hier mit am Start, sodass die Clanburg auch möglichst schnell rausgenommen wird.
Habe jetzt hier einen Mauer hochgeschmissen, um den König hier reinzulenken. Ganz oben den Magier, um hier zu funneln, dass der König auch wirklich reinläuft und nicht noch weiter hier nach außen den Weg macht. Royal Champ jetzt hier mit dazu. Ein bisschen ärgerlich, dass die Queen jetzt hier auf die Mauer geht und ich auch müssen. Auch nicht den Weg des Kings hier eingeschlagen hat und hier in die Richtung Scatter läuft. Aber ist jetzt so, King jetzt hier auf jeden Fall gezündet und im Prinzip, sobald der King hier auf dem Scatter drauf ist, spielen wir hier den Lalo mit dazu. Ja, nächster Lavahund hier von unten auch wieder schön voraus, um eben die ganzen Verteidigungen hier auf sich zu lenken. Loons dann hinterher und jetzt hier auf jeden Fall die Speed-Zauber mit am Start, dass die Loons hier möglichst schnell weiter Richtung den wenigen Gebäuden im Prinzip fliegen, die hier noch stehen. Wutzauber jetzt hier zweimal investiert, dauergefrostet, aber ihr seht, ich habe immer noch, Entschuldigung, Frostzauber, ich habe immer noch zwei Frostzauber hier mit am Start. Schmeiß jetzt den letzten Royal Champ-Fähigkeit, kann gar nicht, ihr seht, ich komme im Kommentieren gar nicht so schnell hinterher, wie das hier passiert, aber ihr seht schon, ich hatte hier zum Schluss noch einen Frostzauber übrig. Der letzte auf die Tesla-Farm wäre schon gar nicht mehr notwendig gewesen. Im Prinzip totaler Overkill hier an der Stelle. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr eure Zauber sinnvoll einsetzt. Warden-Fähigkeit dann benutzen, wenn es auch wirklich Sinn macht. In dem Fall haben wir hier eine Menge am Anfang schon mit rausbekommen. Und ja, was soll ich sagen? So einfach kann es dann im Endeffekt gehen. Ich würde sagen, eine Base habe ich noch für euch. Die schauen wir uns jetzt nochmal an, weil da haben wir nämlich noch eine kleine Besonderheit. Ja, und die letzte Base, die ich hier für euch habe, ist eine klassische Diamant-Base. Ich zeige euch jetzt, was hier im Prinzip der Plan war, aber ihr werdet gleich sehen, warum die ganze Sache hier etwas spezieller ist. Der Plan sah wie folgt aus. Ich wollte einen Lavahund hier in Richtung dieser beiden Luftabwehren schicken, um dann die Blimp diesen Weg hier entlang zu schicken, ungefähr hierhin, hier zu öffnen, um hier Rathaus, eventuell Adler mit rauszubekommen. Ihr habt ja Goblins und Mauerbrecher in der Blimp mit drin. Das heißt, diesen Inferno-Turm hier hätte ich auf jeden Fall bekommen. Und je nachdem, wo halt die Mauerbrecher draufgehen, wenn sie diese Mauer hier aufmachen, hätte ich dann eventuell auch noch den X-Bow und die Luftabwehr bekommen. Soweit war der Plan. Klanburg steht hier natürlich auch nebendran. Kriegen wir in dem Fall auch dann gelockt. Und so weiter. Ich wollte auch nicht hier, weil hier der King steht oder so, irgendwie von der Richtung reingehen, weil wie ich es schon mal gesagt habe, der King hat viel Leben und je nachdem, wenn es dann mit den Imbisszauber nicht klappt, dass er den King nicht unsichtbar gehalten bekommt, gehen die halt eher auf den King, was so ein bisschen verschwendet ist. Wir haben wieder einen Vorteil, wir haben natürlich drei Single-Inferno-Türme hier, ne? Von daher eher kein Problem und ich wollte halt den Warden aufsparen, weil ich jetzt hier auch an der Stelle nicht unbedingt das beste Value bekommen hätte, sodass ich den Warden hinterher auch meiner Meinung nach gebraucht hätte. Ich starte jetzt einfach mal, weil den restlichen Plan brauche ich nicht durchgehen. Es kam nämlich anders da als gedacht. Wir spielen hier also den Hund, zwei Loons noch. Ihr seht auch schon die erste Mine hier mit aufgesaugt mit dem Hund und der. Das, was jetzt passiert ist, hier dieser eine Luftfeger, der meine Blimp etwas nach hinten praktisch schiebt. Dadurch ist die Blimp nicht so weit gekommen wie gedacht. Und ich mache dann an der Stelle einfach weiter. Kann ich euch immer nur empfehlen, wenn es nicht klappt, mich jetzt irgendwie abzubrechen oder so oder aufzuhören. Ich kriege ja immerhin trotzdem noch die Clanburg habe ich rausbekommen. Ich habe X-Bow rausbekommen. Ich habe dann einen Single Inferno rausbekommen und so weiter. Habe hier also weiter gespielt. Wie jetzt im Prinzip hier zwei Sneakies auf diese Sammler hier, auch schon den Loon mit dem Babydrachen hier auf diesen Sammler, weil das Ziel ist jetzt, ihr seht schon, da kommt der erste Mauerbruch, das Ziel ist jetzt, die Helden hier Richtung Adler reinzudrücken, um dann möglichst hier den Lalo von der Seite reinzuspielen. Ja, der Lalo drückt ja wiederum dann die Helden eher wieder ins Zentrum. Und ihr müsst natürlich, wenn euch sowas passiert und das Rathaus erstmal stehen bleibt, müsst ihr versuchen, wenn ihr schon die Warden-Fähigkeit natürlich aufgespart habt, dann möglichst mit der Warden-Fähigkeit das Rathaus bekommen und dann auch einen Haste-Zauber, also einen Speed-Zauber, auf das Rathaus rauszuschmeißen, dass diese Loons
in der Warden-Fähigkeit dann auch schnellstmöglich wieder aus dem Rathaus rauskommen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie das funktioniert hat hier an der Stelle. Hier klassisch einfach Eisgolem, King und Queen mit dazu. Einmal aufgebrochen. Jetzt werde ich auch gleich ein zweites Mal aufbrechen, sodass sie halt möglichst weiter Richtung Aggro laufen. Ihr habt halt leider auch nur zwei Mauerbrecher dabei. Das heißt, muss mich halt dann drauf verlassen, dass der King oder so sich dann hier durch die letzte Mauer Richtung Rathaus boxt. Also habt zuerst versucht, hier mit dem Heldenpart das Rathaus rauszubekommen. Dann aber ziemlich schnell gemerkt, okay, der King geht hier natürlich nicht auf die Mauern. Der geht hier weiter auf den nächsten Verteidigungsgebäude. Deswegen jetzt hier den Lalo mit reingespielt, um zum Beispiel die Queen hier wieder Richtung Rathaus zu drücken, weil die Queen, die würde hier an dieser Stelle, wenn sie hier ist, auf jeden Fall an das Rathaus drankommen. Spiel jetzt hier die Hunde ganz klassisch davor, Loons hier hinterher. Ihr seht jetzt schon, jetzt kommt der erste Frostzauber. Warn-Fähigkeit habe ich immer noch. Spiele jetzt hier weitere Loons hier von außen mit dazu, ne? Auf das Rathaus. Jetzt die Warn-Fähigkeit, ja. Und wie ihr seht, fällt jetzt hier ganz locker auch noch das Rathaus. Nächster Haste-Zauber und Frostzauber hier für den Wächter, die Verteidigungsgebäude hier unten stehen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe immer noch einen Frostzauber. Wir haben immer noch einen Giftzauber, weil natürlich unsere Blizzard am Anfang die Clanburg schon rausbekommen hat. Und ihr seht, es sind jede Menge Loons noch am Leben. Es ist der Royal Champ noch am Leben, der Warden ist noch am Leben. Wie gesagt, Zauber, die wir zum Schluss noch swaggen können. Was will ich euch damit sagen? Nicht aufgeben, wenn Plan mal daneben geht oder das Rathaus nicht fällt. Ich habe es hier locker flockig immer noch geschafft, alle drei Sterne hier mitzunehmen und einen sauberen Angriff hier hinzuzaubern. Ja, und so viel im Prinzip dazu. Ja, und das war's auch schon wieder von mir an dieser Stelle. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.